Jesus erklärt, ihr werdet von so vielen Energien beeinflusst und meine 8 Dimensionen. 18. August 2022, Worte von Jesus durch Schwester Claire, gesprochen von Jackie. Jesus begann: Die Erde ist unergründlich komplex. Im Himmel werdet ihr all ihre vielen ungewöhnlichen Eigenschaften kennenlernen. Auch jene, die sich auf die Menschen der Erde auswirken, ohne dass sich die Menschheit dessen bewusst ist. Ihr werdet definitiv von den vielen und unterschiedlichen Energien beeinflusst, die auf der Erde im Spiel sind. Es ist so wahr, dass die Sünde auf der Erde, besonders die tiefsitzende Sünde, wenn Millionen mit der Unmoral übereinstimmen, Energien erzeugt, die die Erde zerstören, die euch das Leben ermöglicht. Erinnert euch daran, dass ich euch gesagt habe, dass es 8 Dimensionen gibt. Der Mensch hat seine Vorstellung von Dimensionen, aber was ich euch mitgeteilt habe, ist meine Ordnung, die ich erschaffen habe. Die Erklärung über die 8 Dimensionen folgt am Ende dieser Botschaft. Während sich der Mensch der furchterregenden Aspekte der Energie, die durch das kollektive Bewusstsein geschaffen wird, immer mehr bewusst wird, wird er diese Informationen nutzen, um sie für seine eigenen egoistischen Zwecke zu manipulieren. Wenn ich komme und meine Domäne zurückfordere, wird dies alles ein Ende haben. Meine Kinder, übt euch in Rechtschaffenheit. Gebt der Versuchung nicht nach, zu betrügen, zu stehlen oder zu manipulieren. Seid ohne Arglist, wie Nathanael. Diejenigen, die andere verführen, werden selbst verführt werden. Lügen, betrügen und stehlen ist für viele zu einer Lebensweise geworden. Was ihr sät, werdet ihr mit der Zeit auch ernten. Gebt dem Drang zu sündigen nicht nach. Wehrt euch dagegen in eurem eigenen Leben, wenn nötig, auch mit Gewalt. Einige von euch denken über kleine Notlügen nach. Dieser Titel ist eine Rechtfertigung für böse Taten. Ich billige diese Methoden nur dann, wenn ungerechte Menschen gottlose Gesetze erlassen, um den Glauben und das Wissen Gottes zu unterdrücken. Aus diesem Grund wird das Schmuggeln von Bibeln in Länder, die Bibeln verbieten, von mir gebilligt. Seid nur vorsichtig, dass ihr diese Regel nicht zu eurem persönlichen Vorteil ausnutzt, das heißt, bei eurer Einkommenssteuer zu schummeln, um dadurch eine Mission unterstützen zu können. Gebt dem Cäsar, was dem Cäsar gehört, und ihr werdet Frieden haben. Seid rechtschaffene Männer und Frauen, damit ihr keine Schande über meinen Namen bringt. Der Mensch kann sich nicht vorstellen, was über diese Erde hereinbrechen wird oder was jetzt vor seinen Augen geschieht. Sein Verstand wurde manipuliert, um Dinge zu sehen, die nicht da sind, und um blind zu sein für das, was da ist. Deshalb müsst ihr in eurem Leben tiefer eindringen, Kinder. Seid kein Teil der Lügenmatrix. Lügen, die täglich von den Medien verbreitet werden. Der Ursprung dieser Lügen ist kein anderer als Satan, der Vater der Lügen, der darauf aus ist, die Erde zu zerstören und deren Bewohner zu versklaven, indem er sie dazu verleitet, ihn im Gegenzug für Wohlstand, Gesundheit und Schutz anzubeten. Begebt euch nicht in das Netz der Lügen, welches er über die Erde gespannt hat. Sucht lieber mich, jeden Tag, und ich werde euch die Wahrheit offenbaren, entweder gesprochen oder durch meinen Geist.
aber ich werde euch nicht in Unwissenheit lassen über die Kräfte, für die ihr blind seid. Mit diesem Wissen kommt der Auftrag, für diese Menschen zu beten, die sich in den Fängen der Lügen und leeren Versprechungen Satans befinden. Sie werden niemals errettet werden, wenn ihr sie nicht mit Gebeten für ihre Errettung zudeckt. Viele von ihnen glauben, sie täten etwas Gutes und Notwendiges, indem sie die Öffentlichkeit täuschen. Es wird für sie zu spät sein, wenn diese Dinge, die absichtlich verheimlicht werden, geschehen. Deshalb brauche ich eure Gebete für sie. Sie wurden von Kindheit an sorgfältig herangezogen im Glauben, dass diese geheimen Pläne eine bessere Welt bringen würden. Ihnen wurde die Gnade, die Wahrheit zu erkennen, nicht gegeben. Betet dafür und ich werde eure Gebete erhören. Meine Leute rund um die Welt, betet. Vater im Himmel, bitte öffne den Blinden und Getäuschten die Augen, damit sie die wahren Absichten hinter den vielen Handlungen erkennen können, wie zum Beispiel die Zerstörung von Lebensmittellagern, die Vergiftung von Wasser und die Verwendung elektrischer Geräte, um euch auszuspionieren. So viele werden beobachtet und in Gruppen eingeteilt, um sie zu manipulieren und zu zerstören. Viele sind für die Zerstörung gekennzeichnet und wissen es nicht. Aber ich lache über die Pläne der Menschen, denn ich allein habe die Macht, sie aufzuhalten und andere zu beschützen. Fürchtet euch nicht vor Menschen, wisst, dass ich mit euch bin und eure Sache hochhalte. Und wenn ich euch zu mir rufen will, wird es schnell und barmherzig geschehen. Nichts ist den Verlust eurer Seelen wert. Auszug aus Jesu Botschaft vom 10. August 2022 über die 8 Dimensionen. Jesus begann: Es gibt wirklich 8 Dimensionen in der Welt, die ich erschaffen habe. Normalerweise bewegt ihr euch nur in einer Dimension, was die Menschen als Realität bezeichnen. Aber die anderen Dimensionen sind auch Realität, nur mit anderen physiologischen Eigenschaften und Grenzen. Wenn wir also in der Geisterwelt miteinander reden, tanzen oder fliegen, dann ist all das in der 2. Dimension real. Und diese Dimension ist eine sehr reale Welt und viele Menschen, die sich bemüht haben, ihr Verständnis zu erweitern, sind in jener Dimension zu Hause. Und es ist wahr, in der geistigen Welt seid ihr zu Hause, weil ihr Geist seid. Dann gibt es subatomare Dimensionen, die ihr noch nicht kennen müsst, aber sie existieren als Teil der realen Welt, die ich erschaffen habe. Mit der Zeit werdet ihr sie alle verstehen lernen. Die Zeit ist eine weitere Dimension. Deshalb können die Menschen in der Zeit vorwärts oder rückwärts reisen. Ich ziehe es vor, dass sie das nicht tun, weil sie höchstwahrscheinlich nicht in der Lage sein werden, zurückzukehren. Und so ist es für sie ein echter Tod in dieser Welt. Die Dämonen sind rücksichtslos und nutzen die Reisen der Menschen in und aus anderen Realitäten aus. Sie sind auch nicht durch die Dimension begrenzt, in der sie die meiste Zeit agieren. Sie können Materie, Energie, Raum und Zeit, also alle Dimensionen, die tiefer sind als ihre Dimension, manipulieren. Die 8. Dimension ist ihnen wegen der Schwärze und Schwere ihrer sündigen Seelen verwehrt.
Die achte Dimension steht nur den Heiligen und den Engeln und denjenigen auf der Erde offen, die ohne Arglist sind und Gott allein gehören. Schau, ich wollte schon früher mit dir darüber sprechen, aber aus Gründen, die du nur zu gut verstehst, musste ich warten. Jetzt kann ich frei darüber sprechen und du wirst es richtig verstehen. Dies ist ein Meilenstein für uns, meine Geliebte. Und um jene unausgesprochene Frage zu beantworten, die Teufel können nicht in die achte Dimension eindringen, wenn du, ich und der Vater zusammen sind und miteinander kommunizieren. Manchmal arbeitest du dort, wenn du komponierst und singst. Dies ist die reinste und kraftvollste Dimension, und wenn du dort bist, willst du nicht mehr herunterkommen. Alle Musik, die aus dieser Dimension hervorgeht, ist höchst gesalbt, um die Tore des Himmels zu öffnen, damit die Zuhörer eintreten können. Dies wird allgemein auch als offene Himmel bezeichnet. Es gibt so viel mehr, als ihr sehen könnt oder was zugelassen ist, dass ihr es wahrnehmen könnt. Sei es durch Umstände, durch eure Gemütsverfassung oder Wünsche oder das, was ihr als relevant und wissenswert erachtet. Aber im Grunde genommen gilt, wenn ihr in einer anderen Dimension agieren müsst, werden euch die Mittel dazu gegeben. Ich stelle dies nun der christlichen Gemeinschaft im Allgemeinen vor. Ich weiß, dass du diesbezüglich etwas verwirrt bist. Aber geh es ruhig an. Es wird sich alles aufklären für dich. Es braucht Zeit, sich darauf einzustellen, aber sei einfach wie ein kleines Kind und es wird dir schneller klar werden, als wenn du versuchst, es mit deinem Intellekt zu verstehen. Auf jeden Fall sind diese Vehikel deine Einführung in ein größeres Verständnis und die Fähigkeit, in diesem Bereich zu funktionieren. Ich sehe, wie dein Verstand wegklickt, meine Liebe. Du bist fast am Ziel. Es wird sich setzen und zu einer weiteren Facette deiner Realität werden. Sei geduldig mit dir